Geht los, ja. Wie viel das geht? Als aufpusten. Guck mal. Nein! Wie ist das? Alles umsonst gewesen. Also das sind noch die Sachen, die ich hier gekauft habe. Und dann gucken wir mal rein, was denn eigentlich die Geschenke sind. Und da sieht man schon das Erste. Das hatte auch jemand geschrieben aus der Community, dass das doch gut passen würde. Kennst du das Spiel? Das ist ja dieses Krokodil. Und da muss man ihm die Zähne drücken. Also man ist dann der Zahnarzt. Also hier sieht man das ganz gut. Und die Zähne drückt man dann runter. Und bei einem der Zähne schnappt das Krokodil so zu. Das ist aber ein ganz lustiges Spiel eigentlich. Kann ich einen Luftballon haben? Und du meinst, damit geht das jetzt? Ja, viel besser. Ein grünes, ja. Bin ich aber gespannt. Guck mal. Dafür brauchen wir jetzt 5 Jahre. Okay, es ist noch nicht ganz optimal. Das lohnt sich doch gar nicht. Lass das doch einfach pusten, so wie immer. Das machen wir doch schon immer ganz gut. Hier ist noch Deko. Ich krieg davon Atelikan. Was? Und das hier ist auch noch ein Geschenk. Das habe ich ihr gekauft. Das kann ich auch einmal unten verlinken. Das ist so ein Sticker-Album. Es ist ja jetzt keine Pepperwoods-Party geworden, aber sie mag ja trotzdem Pepperwoods und deshalb gibt es ein Pepperwoods-Geschenk. Das hier weiß ich auch noch nicht, wie du das aufpusten willst. Das ist so ein Riesenelefant. Was? Nee. Doch, der ist so richtig riesig. Ja, was soll denn das? Ich finde das toll. Warum puste ich überhaupt, wenn da oben so viele sind? Ja, die sind ja mit Helium, mein Schatz. Das ist ja wieder Girlande. Und guck mal, sieht doch gar nicht so groß aus. Das wäre so ein Riesending. Ja, sah auf dem Bild viel größer aus. Fast schon lebensecht. Ist ja auch ein Baby. Also ich habe jetzt gerade den Tisch einmal schön abgewischt. Jetzt kann ich den einmal dekorieren, wenn Justus weiter aufpustet. Hier, genau, das ist dieses Set, was ich besorgt habe. Das habe ich auch noch nie gemacht. So ein gesamtes Set, das ist auch mit dem Thema Dschungel. Deshalb passt das sehr, sehr gut. Mal gucken, was da jetzt alles... Die Luftballons haben schon rausgeholt, ne? Achso, das sind jetzt alle Luftballons? Weil hier sind ja auch noch diese Tierluftballons drin. Die habe ich ja heute nicht gekauft, weil es die da auch nicht gab. Das Thema... Oh, die sind ja ganz klein nur. Ich dachte, wären größere. Und hier drin ist sogar Girlande. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Da bin ich sehr gespannt. Und ein Happy Birthday ist das. So sieht das dann aus. Richtig toll. Das ist auch wieder sowas zum selber fädeln. Dann mache ich das mal direkt als erstes. Ach guck mal, der Elefant ist schon fertig. Wie süß. Was ist das denn? Er stand da nicht irgendwie 5 Meter drauf. Guck doch mal bitte auf die Verpackung. Da stand doch irgendwas mit 1 Million Meter. 75 Zentimeter. Ach so. Von hier nach da. Ja. Die Schulter. Ja, aber ist gut, ne? Für Elisa ist das eigentlich ganz gut so. Ja. Nur wird er nicht lange halten. Sie wird versuchen, darauf zu reiten. Ist doch süß. Uch. Nee, reiten kann man nicht drauf. Auf jeden Fall passt es zum Thema. Elisa kommt. Nee, Elisa nein. Elisa nein, Elisa geh weg. Elisa darf nicht gucken. Geh mal schnell wieder nach oben, Elisa. Komm. Du musst oben bleiben, ja? Ja, du musst oben bleiben. Erst morgen darfst du wieder runter, Schnuppi. Gut. Bevor die Nancy wieder kommt, schnell weg tun. Nichts passiert. Gut. Soll ich den nochmal probieren? Das ist ein Papagei. Also nicht die Frau zum Aufblasen, sondern der Papagei. Ich hoffe, der explodiert nicht. Wie das Krokodil, das sich Elisa so sehnlichst gewünscht hat. Nancy kommt. Psst. Weh ihr Pets, keiner weiß es. Oh, du bist ja schon hier.
richtig vorangekommen. Ja, wir sind nicht zum Aufblasen mit dem Helium, sondern wir sind so zum Aufblasen. Ja, wir haben ja gar nicht zum Aufblasen mit dem Helium. Doch, die hier. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum? Nur so. Tja, also ich werde es mal probieren. Wenn, ja. Was ist denn? Nee, nichts. Sondern die Kuh. Nein, die Kuh brauchen wir nicht. Ja, wir können ja mal mit der Kuh anfangen. Mal gucken, wie das aussieht. Wie bitte? Was? Justus, was ist los? Nichts ist los. Justus, wo ist denn hier gibt es doch noch so einen Stöpsel. Ich bin deine Ehefrau. Nee, ich weiß immer, wenn nein, was nicht stimmt. Das stimmt gar nicht. Was ist das los? Stimmt gar nicht, dass nicht stimmt. Sag alles mir jetzt, ist richtig, los ist. Alles ist völlig. Wer weiß, die Community schon, was los nein, ist? Nein, nein, das habe ich natürlich alles ausgemacht. Außerdem, keiner würde mich verraten. Was ist los? Kannst du mal bitte. Was ist hier los? Ich möchte das jetzt gerne wissen. Was ist los? Ich möchte das jetzt wissen. Alles ist gut. Ich bin Geburtstagskind, ich möchte es jetzt wissen. Nein, alles ist gut. Ich brauche jetzt nur noch diesen... Hast du was kaputt gemacht? Nein. Hast du was falsch gemacht? Nein. Justus. Ich habe nichts falsch... Ich habe hier nach bestem Wissen und Gewissen habe ich hier Sachen aufgepustet. Sag's mir. Ja, vielleicht ist das Sag's eine mir. Ich will's wissen. Meine Ballonchen kaputt gegangen. Was ist kaputt gegangen? Ach, irgendwas halt. Justus. Na komm, also jetzt... Wo ist denn der Krokodil ein? Das Krokodil? Nee, bitte, ich muss mal nach oben. Da ist die... Wo ist denn das Krokodil? Ich habe extra so eins gekauft. Ein Krokodil. So. Wo ist das Krokodil? Was? Ich möchte wissen, hast wo das Krokodil ist. Hast du ein Krokodil hier irgendwo? Hast du eins bestellt gehabt, ja? Haben die das echt nicht geliefert? Wo ist es? Ich habe gesehen, kann doch wohl nicht sein, wurde. Dass... Wenn wir wo was bestellen, es? Dass es echt was dann nicht getan? Geliefert wird. Und so. Hast du wieder was falsch gemacht? Nee. Da ist ein Krokodil. Guck. Was hast was du gemacht? Wo ist es? Nein, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist gar nicht explodiert. Als ich das versucht habe aufzupusten. Ja, aber das war ja auch nicht so groß. Ich dachte, da passt viel rein. Und dann ging das plötzlich das ganz schnell. Dein, war es dein Ernst? Und das war das einzige Luftballon, was ich bekommen habe als Krokodil. Ja, das sollte dir zu denken geben. ich weiß nicht. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber wir haben ja ganz viele Krokodile. Guck mal, da ist ein Kuscheltier-Krokodil. Und hier, das zählt auch als Krokodil. Nur nicht als Luftballon. Auch wenn es das einzige war, was sie sich gewünscht hat. Ich bin jetzt nicht so traurig, dass das passiert ist. Das kann ja mal passieren. Was? Nein! Doch. Nein. Doch, doch, ganz sicher. Also, ich verzeihe mir. Echte Jusse, lass ich dich einmal 5 Sekunden alleine, ne? Das und dann passiert Sekunden. Das. Ich war hier ganz lange alleine. Ernst? Ich war super lange war ich alleine. Ich war mindestens 5 Minuten alleine. Und was passiert, dann passieren solche Sachen. Also, du bist dir sicher, dass die so nach oben fliegen, ja? Das Helium ist abgelaufen. Oder ist der Luftballon zu klein vielleicht dafür? Da ist so viel Luft. Ich habe hier echt alles besorgt, was man besorgen kann. Und du machst die Hälfte davon kaputt. Jetzt mach ich mal ganz kurz. Da ist ja Helium drin. Ja, ist ja einfach zu schwer. Also warum kaufst du eigentlich eine Girlande, die man erst zusammenbauen muss? Ich wusste das gar nicht, mein Schatz. Und das dann hier dran? Du hängst hier. Justus, überall. Wie hast du das denn jetzt wieder geschafft? Ja. Dafür muss man normalerweise Geld bezahlen. Du weißt es selber nicht, wie das geht. Doch, du musst es ja jetzt eigentlich so hinlegen. Guck. So ausbreiten. Ja, und dann? Ich bin so dankbar, dass du das gemacht hast. So. Sieht jetzt noch nicht so schön aus wie da. Und dann haben wir hier aufrollen. Ich soll das zurück. Du machst das kaputt, Juste, wenn du das kaputt machst. Nein, ich nicht kaputt, das, ich verbessere das alles. So. So. Dann kommt es auf die Schnur drauf. Und dann ist das ein Wunder für... Ich verstehe nicht, lachst du, weil das so schön ist oder lachst du, weil du mich liebst? Ist das? Dann gib's doch einfach mal zu, dass du es nicht weißt. Doch, das ist das. Guck doch mal. Ja, hier sieht das aber irgendwie anders aus. Ja. Ist ja auch gezeichnet. Die haben sich nicht getraut, das im Original hinzumalen. Wie kommt man bei dem, vom dem Schritt auf zum dem Schritt? Machst du es gerade kaputt? Was?
Mach's bitte nicht kaputt. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Doch, du reißt doch gerade dran. Darüber. Es kann doch nicht sein, dass wir zu dusselig sind, um so ein Ding hier aufzubauen. Und warum hängt das denn nicht da dran? Wer kauft denn eine Girlande zum selber bauen? Ach so, das ist doch, das braucht man doch wahrscheinlich sogar. So, wie so. Geht das? Komm, wir machen mal YouTube-Tutorial. Nein, du sollst das ja hier, du sollst das doch hier auf. Guck mal, wir sind doch jetzt bei diesem Status. Ja, aber ich glaube, du musst. Nein! Ich vertraue mir doch mal. Du hast es und ja schon kaputt gemacht. Ich glaube, du musst hier auch unten das auseinanderziehen. Nein, du hast es ja schon kaputt gemacht, Justus. Nein, es ist nicht kaputt. Du musst ja sogar die Dinger trennen hier. Das soll ja so wuschelig runterhängen und nicht zusammen. Ach so. So. Ja, guck mal, und jetzt ist es mal, richtig. Aber jetzt musst du es aufrollen, so wie ich das eben gemacht habe. So wie du das eben gemacht hast. Ja, siehst du, war das total richtig. Ja, war richtig, guck mal, die hat sich ganz viel Mühe gegeben. Ganz eng macht sie das. Siehst du? Und jetzt so ein Ding, jetzt kommt das Ding. So, jetzt nimmst du das hier, oder? Ja. Ach Mensch. Ist ja ganz einfach, doof. Also dann kann man. Wir sind richtig doof, weißt du? Das ist einfach, dann machen wir zu zweit, machen wir einfach 2 Stunden und dann hast du eine Girlande fertig. Toll, das ist eine ganz tolle Sache hier. So. Hast du nicht eng genug gewickelt hier? Nee, ich glaube, wir müssen das doch. Warum sind das denn hier verschiedene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind das. Du musst daraus 6 Stück machen. Guck mal, ein so ein Ding, da kommen schon 3 raus. Guck mal, er leidet. Guck ihn ja an, wie doll er leidet. Ja, was ist denn das hier für ein Probekran? Du musst das alles auseinander machen. Das ergibt das ja Sinn. Verstehst du? Ich verstehe alles. Ach, guck mal. Ja, also wenn ich eben auseinanderprobe wollte, hast du gesagt, halt. Das ist eine Tassel. Tassel. Und warum sieht man so halbiert aus? So, siehst du? Schatzi. Okay. Bitte nicht so brutal. Wenn ich nicht sehe, was ich tue, dann passiert es auch nicht. Ich habe gleich mein erstes fertig. Dann zeige ich dir, wie es eigentlich aussehen sollte, ja? Ich habe jetzt auch meinen ersten fertig. Und dann zeige ich dir, wie es aussehen soll. So. Cool, ne? Ich bin ja glücklich, dass du die nicht selbst ausschneiden musst. Dingern da passiert. Das ist aber manches hier irgendwie abgefallen. Jungs. Nein, das. Und das kannst du auch so als Hawaii-Röckchen benutzen. Guck mal, hier ist das. Guck. Was war viel Arbeit jetzt irgendwie? Aber es hat sich gelohnt. Ich finde das richtig hübsch. Wir haben Eingang. Aber das ist doch ein bisschen zu wenig, oder? Hm. Guck mal, hier ist die Schere, die ich immer gesucht habe. Seit Johanns Geburtstag. Dann wollte ich jetzt noch einen Schlagbohrer und mache dann jetzt ein. Wisst ihr, ich bin müde. Ja, ich erst. Ich bin Geburtstagskind. Ich habe so viele Ballons aufgepustet, mein Kopf ist wirklich. Ich bin jetzt wirklich hinüber. Was soll ich jetzt machen, Mann? Ich weiß nicht, sonst lass uns das woanders hinhängen. Das muss ja hier nicht am Eingang hängen. Ja? Finde ich aber gut am Eingang, ist schon gut. Ja, dann lass dir was einfallen. Du bist doch MacGyver. Hier, wir machen das Heizmessgerät. Und auf der anderen Seite? Da lasse ich mir was anderes einfallen. Ich bin hier erstmal hier. So. Die Girlande hängt, die Eingangsgirlande. Jetzt hängt Justus diese andere Girlande auf, die ich gemacht habe. Und ich mache jetzt noch eine Girlande, nämlich die Luftballon-Girlande. Achso, und die Luftballons hängen auch schon. Also wir sind gut vorangekommen. Und ich mache jetzt aus diesen wunderschönen Luftballons. Guck mal, was dabei war. Sogar mit Glitzer. Richtig hübsch finde ich das. Zum Geburtstag. Aber es macht Spaß. Vielleicht komme ich immer wieder drauf, das zu machen. Ist hier nur 3-mal im Jahr? Ja, es ist nur 3-mal im Jahr. Und auch nicht mehr so lange, wer weiß. Irgendwann sind die Kinder so groß, dass sie nicht mehr irgendwie so Deko- und Motto-Partys machen. Irgendwas Cooles. Im Zimmer sind und Computer spielen. Ja, wahrscheinlich. Also ich genieße das ja auch noch total.
habe ich denn diese Gelande nochmal immer gemacht? Geht's am Nacken nicht gut? Achso. Ich dachte schon, du hast dir was verrenkt. Und hast jetzt eine Ausrede, jetzt nicht weiterzumachen. Was, hättest du jetzt Erbarmen mit mir? Nein. Das ist also, lohnt es sich gar nicht, bei dir krank zu sein? Nee. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sowieso allgemein Männer, die krank sind, weiß ich nicht. Völlig unromantisch. Ja, ist wirklich so. Also ich finde das wirklich, ja, kann es nicht anders beschreiben. Genau. Und ich finde ja auch Frauen, die krank sind, unromantisch. Nein, das ist dann immer so es gilt eigentlich nicht nur für Männer, sondern allgemein mag ich nicht so Wehleidigkeit. Ja, das ist irgendwie so. Und wenn ich mich melde und wirklich kurz vor dem Tod bin, ja, dann werde ich so angemacht. Nein, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich einfach so ein harter Typ bin, ja, der einfach nie wehleidig ist. Auch wenn es mir echt schlecht geht, muss ich das jetzt nicht jedem sagen und dann auch noch so verkrümmelt. Hilf mir! Bring mir eine Kopfschmerztablette! Also, da habe ich noch diese nie. Situation. Ach, übrigens, Kopfschmerztabletten nehme ich ja gar nicht, ne, Justus? Allgemein Schmerztabletten nehme ich nicht. Allein daran sieht man schon, wie hart ich bin. Das härteste, was nennen Sie einen, ist Magnesium. Ja, das nehme ich so gegen Schmerzen, aber ob das so. Ne? Ja. Ach, willst du das einpacken hier? Ja, selbstverständlich. Ich wusste schon wieder, ob Geschenke eingepackt werden müssen. Ne? Die große Frage. Ich meine ja nicht, ob das eingepackt wird. Man hätte es ja auch so auf den Tisch stellen können. Nein, sie braucht was zum Aufpacken, die süße Maus. Okay, gut. Ich glaube, Frau freut sie sich doch schon. Dann wollen wir lieber tauschen. Wir sind immer Teamwork. Ich weiß, aber das Einpacken, dann sieht das Geschenk meistens so aus, als ob es schon ausgepackt worden wäre. Ach, die Teddybären. Schön, wir haben Teddybären. Elisa hat sich ja Teddys gewünscht. Ich weiß nicht, ob du die Insta-Story gesehen hast, als sie erzählt hat, was sie sich denn zum Geburtstag wünscht. Teddybären haben wir noch von Johann und Clara. Also Johann ist jetzt nicht so der Kuscheltier-Fan. Ich weiß nicht, mochte das eigentlich nie so wirklich. Und deshalb erbt sie das jetzt. Justus hat die nochmal so richtig schön gewaschen, nochmal in Trockner, damit sie weich sind. Hier ist mit Teddybären. Zeig mal, sogar drei Stück. Ich weiß nicht, ob von Johann oder Clara, ne? Aber eingelagert. Weil die ersten Kinder werden ja extrem beschenkt. Von den Verwandten und so weiter. Das ebbt dann ab. Beim dritten. Und ein Teddybären hat es wirklich noch nicht gehabt. Und Johann hat, glaube ich, 3 oder 4 bekommen. Und Johann hat nie damit gespielt. Also Johann hat überhaupt keine Kuscheltiere. Ich finde das voll süß. So viele mögen das, wenn wir Geburtstagsvorbereitungen machen. Dabei einfach zugucken, anstatt mitzuhelfen. Ja, nächstes Mal lade ich Community ein, so mithelfen. Sie ist fertig. Gelande. Oh, das ist ein bisschen zu lang geworden, kann das sein? Das ist ein bisschen zu lang. Guck mal, aber wie hübsch sie aussieht mit diesem Glitzerzeug dazwischen. Wo machen wir das denn jetzt hin? Ja, aber das ist ja viel zu lang. Ja, dann hängen wir halt da runter, ist doch schön. Super so. So ist gut, ja. Hm? Gut, jetzt sieht es wirklich aus wie im Dschungel. Guck mal, was ich hier noch gekauft habe. So Lianenblätter sind das, glaube ich, ne? Es gibt es in verschiedenen Größen, groß, mittel und klein. Ich dachte, das sieht ganz gut aus, so auf dem Tisch. Es ist jetzt schon spät. Wir haben jetzt 23.10 Uhr. Die Deko steht. Geschenke sind eingepackt. Damit sind wir durch. Ich habe eben gerade noch mal überlegt, soll ich vielleicht doch die Torte schon fertig machen? Ich habe nicht so viel Lust, morgen noch mal extra früh dafür aufzustehen, aber ich will das Risiko nicht eingehen, dass es dann doch schmilzt. Auch auf Instagram habe ich dann ganz viele Nachrichten bekommen, dass ich das auf jeden Fall im Kühlschrank lagern müsste. Und deshalb werde ich das morgen früh machen. Jetzt mache ich gerade aus Fondant so ein paar Sachen. Das ist zum Beispiel die Pupille. Und das hier sind die Zähne. Und das hier sind die Krallen. Die sind einfach noch ein bisschen größer gemacht. Genau, das mache ich jetzt noch fertig. Und dann stehe ich morgen ein bisschen früher auf. Das ist echt anstrengend. Weiß nicht, obwohl ja, man jetzt nicht wirklich irgendwie körperliche Arbeit macht, aber das dauert dann halt so Stunden und bis man wirklich mit dem Ergebnis auch zufrieden ist. Ja, zweite Pupille. Ich glaube, ich verabschiede mich für heute. Wir sind total durch. Ich melde mich morgen früh, wenn ich dann die Torte verziere und wenn es natürlich zum Geburtstag morgen von Elisa kommt. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
sehen uns morgen früh wieder. Bis dann. Guten Morgen. Es sind 6.30 Uhr. Alle schlafen noch. Ich fange jetzt an, die Torte zu machen. Ich dachte schon, ich schaffe es nicht so früh aufzustehen, aber kein Problem. Ich bin selbst aufgeregt. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Ich zeig dir das gleich nochmal alles. Hast ja noch gar nicht gesehen, wie es fertig aussieht. Richtig schön geworden. Jetzt mache ich hier die Muffins. Drapiere ich einmal so auf den Tisch. Das Krokodil ist jetzt soweit fertig. Gut aus, oder? Jetzt sind die Zähne dran und die Krallen und die Augen. Ein Zahn schon dran. Sieht noch ein bisschen zahnlos aus. Aber die Zähne habe ich echt gut hinbekommen, oder? Sind das wie echte Zähne? Ich bin fertig. Durchatmen. Oh Mann, das sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Guck mal, wie findest du das? Ist das ein Krokodil? Hier sind noch Nasenlöcher, die hatte ich gestern vergessen zu machen. Habe ich gerade nochmal gemacht. Die Krokodiltorte von Elisa. Justus ist jetzt auch gerade schon aufgestanden. Er macht sich gerade fertig. Und dann können wir loslegen. Ich wollte mich auch nochmal mit dem Schmarrn schminken. Wird ja heute schließlich auch mein Geburtstag gefeiert. Jetzt nochmal in laut einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt soweit. Ich hatte sogar noch Zeit, mir die Haare zu waschen. Ja, also so sieht der Geburtstagstisch aus. Und dieses Mal werden wir das ein bisschen anders machen, als wir das sonst gemacht haben. Weil es ja auch für mich so ein bisschen nachfeiern ist, werde ich mit Elisa zusammen runterkommen von der Treppe. Ja, dann siehst du das heute mal aus einer anderen Perspektive. Vielleicht auch ganz spannend. Und das wird die Elisa erwarten, wenn sie kommt. Das ist ihr Blick in ihren Dschungel rein. Gleich werden wir hier noch Licht anmachen. So sieht ihr Tisch aus. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das noch hinbekommen habe. Das ist sehr gut gemacht. Man erkennt, was es sein soll. Mhm. Gut. Jetzt geht's endlich los, Elisa. Oh, du siehst aus wie so ein Muschelpeter. Oh, 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 oh. Ich Geschenke auf. Jetzt haben wir Geschenke auf. Okay, wir müssen warten, bis Papi uns ruft. Wo bist du? Können wir kommen? Ja. Achso, das war der Code. Oh, der Papa. Anfassen? Bein.
Birthday, liebe Lisa. Happy Birthday to you. Oh, Lisa, jetzt mal alleine gucken. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Guck mal. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sophie! Lisa! Ich habe nochmal einen Kuss. Süße Maus, dann guck mal, was es hier alles gibt. Einmal alles gucken. Von oben. Geschenke. Geschenke, guck mal. Lisa, guck mal, hier ist ein Krokodil. Lisa, guck mal. Und noch ein Krokodil. Ein Kuchenkrokodil. So viele Krokodil. Ein Naschi-Krokodil. Und guck mal, ein Naschi-Krokodil, das hat das Naschi gefuttert. Das musst du aus dem Mund rausholen. Naschi gefuttert. So, kann man rausholen, ja? Und ganz viele Tiere. Ich habe einen Elefant, guck mal, den Elefant. Ja, der kommt gut an. Okay, ja, lieber die Geschenke. Ja. Das ist groß. Das ist das Große gleich? Lisa. Das Größte erstmal, ja? Okay, okay. Das Größte. Mal sehen, was da drin ist. Komm her, Lisa. Ach, oh. Hier, okay. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Lisa, kannst du weiter aufmachen? Ist das Papier? Ja, mach mal das Band runter, damit sie dann... Schon richtig. Ja, dann kann so. Sie es richtig aus. Und einfach umdrehen. Hier. Aufmachen. Hier. Ja. Oh. Ich habe was mit Krokodil. Oh. Was ist das wohl? Oh. Ein Spiel. Ich kenne dieses Spiel. Elisa hatte sich ja ein Spiel gewünscht. Elisa, wollen wir das mal ausprobieren? Er macht so A und wenn du auf ein... Aufmachen, Elisa? Wenn du auf ein... Mami, helfen? Hier, auf ein Zahn klickst. Tada! Tada! Mami, oh! Oh! Ein Riesenkrokodil. Das war größer als das, was wir hatten, ne? Kann das sein? Ja. Krokodok heißt das, glaube ich, ne? Ja, genau. So, einmal drauf drücken. Oh, und jetzt ist der Papi dran. Jetzt ist der Johann dran. Elisa? Das geht nicht. Hier, warte. Bin ich dran? Oh! Ja! Guck mal, dir zugeschnappt. Zugeschnappt. So, Johann hat verloren. Jetzt müssen wir nochmal. Mutig, mutig. Elisa, guck mal. Elisa hat gerade Claras Geschenk aufgemacht. Ein Krokodil. Das hat Clara selber gemacht. Selber gebastelt, ne? Genäht. Elisa, das ist Pfannkuchen. Ja, ist heute alles ist richtig platt. Pfefferwurz. Pfefferwurz. Oh. Oh, Elisa. Super. Lesen. Ja, und hier sind Aufkleber. Kann ich auch. Elisa ist im Moment verrückt nach Aufklebern. Dann kannst du die nehmen und dann hier aufkleben. Okay, willst du einmal einen aufkleben? Dann können wir das einmal machen. Welchen willst du aufkleben? Das hier. Okay, dann such dir einen aus und nimm das dir mal. Geht nicht. Geht nicht? Doch, es geht. Siehst du? Und jetzt kannst du den hier aufkleben. Wo möchtest du den aufkleben? Ist das die Peppa? Ja, das ist Peppa. Okay. Ach, guck mal. Er ist schon aufgeklebt, super. Richtig schön. Ja, ein Riesenpapagei, Elisa. Ein Papagei. Papagei gehört auch in den Dschungel, ne? Zum Krokodil? Nein. Was ist das? Das ist falsch. Das ist ja von den einzelnen Folgen von Pepperwoods. Ist das vielleicht ein Kuscheltier? Nein, das ist nicht nur ein Kuscheltier. Drei. Was ist das, Elisa? Ein Hund und ein Teddy. Ein Hund? Nein, das sind alles Teddys. Teddy, drei Teddys. Wir werden jetzt den Tag miteinander verbringen. So schön. Ich freue mich immer so über die Deko, über Geburtstag. Es ist immer das Beste. Genau, das malen. Wir werden heute noch ein bisschen feiern. Heute Abend ist ja auch das Restaurant gebucht für mich.
Da freue ich mich schon total drauf. Da nehme ich dich dann wieder auf Instagram mit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss! Alle beschäftigt.